Funktioniert das Ding? Hört mich jeder? Super. Also ich wünsche einen schönen guten Morgen zusammen. ich hoffe, ihr habt alle die Abendveranstaltung gut überstanden. Die Nacht war für den einen kurz, den anderen lang, je nachdem. Ja, der erste Vortrag des Tages ist der Erol, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ülükmen. Richtig. Okay. Und er erzählt uns jetzt ein bisschen was über IT-Infrastructure Monitoring mit OPSI. Genau. Ja, einen herzlichen guten Morgen erstmal. Ich fange direkt mit der Präsentation an, wobei ich von vornherein sagen will, das wird keine OPSI-Vorführung an sich, sondern mehr mit dem Fokus auf das Monitoring. Und ich bin den ganzen Tag noch da, also falls jemand Fragen oder so zu OPSI hat, kann er gerne auf mich direkt zukommen. Kurz zur Agenda, gleich stelle ich mich ein bisschen vor und dann erzähle ich ein bisschen was überhaupt OPSI ist, damit man so ein bisschen einen Einblick hat, dann ein bisschen was über die Technik und dann kommt eigentlich der Hauptteil, das ist der sogenannte OPSI-Nagios-Connector, der sozusagen für das Monitoring verantwortlich ist. Wenn wir es schaffen, dann auf jeden Fall noch ein bisschen was neu ist in OPSI 4.02, in der neuen Release, die wir jetzt im Moment in Vorbereitung haben. Und dann wird noch ein bisschen was von der Roadmap und noch ein paar andere Sachen noch dazukommen. Ja, meine Person, mein Name ist Erol Ülükmen, ich bin seit 2003 bei der Firma UIB GmbH. Meine Hauptaufgabengebiete sind eigentlich Entwicklung, also im OPSI-Team. Ich mache aber auch Consulting, Training und Support. Und wie es da unten steht, ich war 5 Jahre in so einem Landesrechenzentrum und habe da auch ziemlich viel Erfahrung gesammelt, auch im Bereich Nagios und Überwachung. Die UIB GmbH wurde gegründet 1995, ist seit 1999 eine GmbH, also ist kein Startup oder sowas, sondern schon sehr alt eingesessen. Seit Anfang an hatten wir unseren Schwerpunkt beim Client Management und wir haben 13 Mitarbeiter und unser Sitz ist in Mainz. Was ist OPSI? OPSI ist kurz gesagt Client Management für Windows Clients, wobei wir Windows Server auch als Windows Clients in dem Fall betrachten, auf Basis von Linux Servern. Die Hauptpunkte, die OPSI erfüllt oder die Hauptaufgaben, die OPSI erfüllen soll, sind automatische Betriebssysteminstallation, automatische Softwareverteilung, Hard- und Softwareinventarisierung, Lizenzmanagement und das Patchmanagement. Unterstützte Client-Betriebssysteme sind eigentlich alle Windows-Versionen von 2000 bis 2008 R2. Wir haben eine richtig intensive 32- und 64-Bit-Unterstützung eingebaut, schon seit längerem. Wer schon mal ein Windows 7 64-Bit versucht hat, mit Software zu bedienen, der weiß, dass das sehr, sehr wichtig ist. Was jetzt neu ist, ist jetzt das Windows 8 und das Windows Server 2012 ist momentan schon gebaut und in Experimental-Status und auch schon veröffentlicht. Da ist jetzt halt neu, dass der UEFI-Boot dazugekommen ist, also nicht mehr klassisch PXE-Boot, sondern tatsächlich UEFI-Boot gemacht wird und mit GPT-Partitionstabellen gearbeitet wird. Auf der Linux-Seite, als Basis sozusagen für unseren Server, unterstützen wir eigentlich so alle gängigen Distributionen in verschiedensten Versionen, also da hat man dann freie Wahl. Also von Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, SLES, OpenSUSE und zusätzlich den Univention Corporated Server von der Bremer Firma Univention. Dabei halt die 2er-Version, die 3er-Version und das Interessante bei der 3er-Version ist halt, dass die mittlerweile mit Samba 4 kommt, also tatsächlich halt eine komplette Infrastruktur AD-like irgendwie zur Verfügung stellt. Wie läuft die Betriebssysteminstallation ab? Es wird per PXE oder CD wird ein Linux Boot Image gebootet, unser speziell angepasstes Linux Boot Image, was wir immer aktuell halten, um die Hardware komplett zu unterstützen, die momentan draußen ist. Wir installieren Windows per Unintended-Verfahren. Das empfehlen wir, weil wir das Image-Verfahren immer noch für sehr starr halten und sehr wartungsintensiv.
Wir haben eine vereinfachte Treiberintegration drin, das heißt, es werden nicht auf allen Rechnern alle Treiber verteilt, sondern der Mechanismus sucht sich sozusagen die richtigen Treiber einfach aus. Und dann wird der Client Agent installiert, der sozusagen für die Softwareverteilung später verantwortlich ist. Und dann ist die Installation abgeschlossen. Alternativ bieten wir auch Image-Installationen an, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Bei der Softwareverteilung, das Standardverfahren ist, der Client bootet, wir hängen uns vor den Login, das heißt, bevor der User sich einloggen kann, dann kommt unser Agent hoch und macht die ganzen Softwareverteilungen an der Stelle und erst wenn er fertig ist, gibt er dann sozusagen den Login für den User wieder frei. Das hat früher gereicht, jetzt mittlerweile reicht es natürlich nicht mehr, deshalb gibt es jetzt so eine sogenannte Eventsteuerung. Das heißt, man muss nicht mehr beim Login oder vor dem Login installieren, weil das die meisten Leute nicht wollen. Und deswegen kann man halt zum Beispiel bei einer Aktivierung von der Netzwerkverbindung, also gerade bei VPN-Clients, kann man ja erst etwas installieren, wenn der tatsächlich den Tunnel aufgebaut hat. Oder man kann nach festgelegten Intervallen mit Timern arbeiten. Man kann von außen pushen, sozusagen, dass die Installation direkt anläuft. Und wir arbeiten momentan an der Installation beim Shutdown, das wird demnächst auch erscheinen, dass man sozusagen dann erst Software installiert, wenn der Anwender sagt, ich gehe jetzt nach Hause und ich fahre jetzt meinen Rechner runter und dann wird sozusagen die Software verteilt. Inventarisierung. Wir haben eine Hardware- und eine Software-Inventarisierung. Hardware-Inventarisierung machen wir hauptsächlich auch für die Treiberintegration. Das lesen wir aus per WMI und auf Windows-Seite und per Linux mit Linux-Bordmitteln. Wir machen eine Software-Inventarisierung, das heißt, wir lesen sozusagen alle Software aus, die sich sauber integriert hat. Das ist ein bisschen schwierig, weil nicht jede Software sich auch sauber registriert. Wir haben einen sogenannten Key Collector da drin, der auch für einige Microsoft-Produkte schon die Lizenz-Keys noch mit rauszieht. Das ist dann später interessant für das Lizenzmanagement, wenn man das über das OPSI einsetzt. Und dann kann man die Daten sozusagen werden in der SQL-Datenbank abgelegt. Fall macht heutzutage keiner mehr so richtig mit den Inventarisierungsdaten, weil das einfach ein bisschen zu langsam ist. Und das Ganze wird halt dargestellt im OPSI-Management-Interface. Wobei man dazu sagen muss, Inventarisierung ist auch nicht unser Hauptgeschäft. Also wir machen das, was unsere Admins verlangen und was wir für OPSI brauchen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt konkurrieren wollen mit den großen Inventory-Herstellern, die tatsächlich im Kerngeschäft auch Inventory machen. Ja, Lizenzmanagement gibt es auch drin, das heißt, man kann Lizenzpools erstellen, man kann verschiedene Lizenzen einfach hinterlegen, die zu einer Software verknüpfen, zum Beispiel bei Microsoft Office oder bei allgemein Windows und kann dann sozusagen die Verteilung macht dann das OPSI selbst. Das heißt, man kann entweder OEM-Lizenzen, Standardlizenzen, alles mögliche angeben und kann dafür sorgen, dass seine Lizenzen zum einen halt bei der Installation verteilt werden und zum anderen, dass man eine Übersicht hat, ob man genug lizenziert ist oder halt nicht. Zusätzlich dazu gibt es halt den Abgleich mit der Softwareinventarisierung. Das heißt, der guckt auch dann über die Softwareinventarisierung, habe ich noch Software gefunden, die ich aber vielleicht nicht selber verteilt habe und dann kann man so ein paar Reports erstellen. Ja, jetzt kommt normalerweise die OPSI-Vorführung, das mache ich jetzt nicht, aber ich würde gerne versuchen, das ist immer ein guter Satz bei so einer Vorführung, ja, das ist schon mal sehr gut. Na, kriegen wir hin. So. Also das ist jetzt praktisch so eine Installation, wie sie im Zeitraffer auf einem Client ablaufen würde, das Linux Boot Image bootet. Hier werden die Hardware-Inventarisierungen gemacht, die Platte wird vorbereitet, die ganzen Daten werden kopiert, die Hardware-Inventarisierung wird gemacht, die Treiberintegration wird gemacht. Dann bootet sozusagen das System bei einer Windows 7 oder NT-Installation von einem vorbereiteten PE. Und
führt die ganze Installation durch. Man würde sich in der Realität schon wünschen, dass das auch mal so schnell gehen würde. Das ist aber nicht der Fall. Da muss ich Ihnen die Hoffnung nehmen. Das liegt aber nicht an uns, sondern an anderen Gegebenheiten. Kann man eine Frage zustellen? Natürlich. Weil Sie gesagt haben, Sie machen das mit einem normalen Setup, nicht mit einem guten Spiel. Ja. Wie haben Sie Erfahrung gemacht, dass das dazu führt, dass man also typischerweise so eine Stunde braucht, um so ein System neu aufzusetzen, was auf die Weise macht und sind deswegen von der Methode weg und machen das eben technisch? Zumindest jetzt die Grundinstallation, damit es einfach schneller geht. Bei welchem System? Bei uns sitzt hauptsächlich nur XP, aber jetzt auch verstärkt Windows 7. Und bei Windows 7 haben Sie auch das Problem? Da haben wir jetzt auch keine wirklich große Erfahrung. Also bei XP muss man ganz klar sagen, was ganz logisch ist, ist halt dieser Update-Stand. Also das, was tatsächlich lange dauert, ist die ganzen Hotfixes auf die Kiste irgendwie zu bügeln. Das ist unsere Erfahrung. Also es kommt natürlich sehr stark auf die Hardware an. Also ich kann jetzt nicht sagen, das dauert immer eine Stunde oder das dauert immer eineinhalb Stunden. Es kommt auch immer auf die Software-Konfiguration an im Endeffekt. Also was Sie sozusagen installieren Sie nur ein Office 2010 zum Beispiel oder konfigurieren Sie das noch, dass irgendwas deinstalliert wird, installiert wird, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber in der Regel ist es so, dass die Client-Rollouts bei uns nicht on the fly gemacht werden oder bei den meisten Kunden. Das heißt, die meisten Kunden machen das so, dass sie die Rechner einfach vorhalten und dann einfach ausrollen. Und wenn tatsächlich mal ein Rechner kaputt geht oder so, dann installieren die diesen Rechner neu im Endeffekt und man kann das ja auch beeinflussen. Also man kann ja auch eine Grundinstallation erstmal zur Verfügung stellen, dass der Incident erstmal weg ist und dann später, wenn er irgendwie geht, dann sozusagen die restliche Software nachschieben oder sowas. Also da muss man immer gucken, was sie auch tatsächlich selber verteilen. Ja. Also wir haben eigentlich immer positive Erfahrungen gemacht, aber ich gebe Ihnen recht, es gibt immer Anwendungsfälle, wo es um Imaging geht und wo Imaging ein Thema ist und da würde ich später dann vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. So, ja, das war so eine Installation und wie man vielleicht ein bisschen gesehen hat, war nach der Installation kam der Rechner dann hoch. Und wurde sozusagen der Client-Agent dann aktiv und würde dann praktisch noch Software nachinstallieren, wenn er noch Software irgendwie auf Setup stehen hat oder konfiguriert hat. Kurz zur Technik von OPSI. Wir haben oben in dieser schematischen Darstellung haben wir die Frontends, also die Management-GUI, den OPSI Client Agent, der sozusagen für die Softwareverteilung verantwortlich ist und das Linux Boot Image. Die unterhalten sich alle, wie man hier sieht, auf dem Stack mit dem Webservice. Also bei uns findet die komplette Kommunikation über HTTPS statt und über JSON-RPC hauptsächlich und wird sozusagen nochmal mit einem Host-ID und Host-Key-Verschlüsselungsverfahren sozusagen nochmal zusätzlich abgesichert. Dann haben wir noch eine Command-Line, die von vielen technischen Partnern auch zur Integration verwendet wird, wo man sozusagen direkt auf der Library sitzt. Dann gibt es die sogenannte Library. Dann haben wir hier den pxe-conf.d und das Ganze sitzt dann auf einem Backend-Interface, was sozusagen als Dispatcher auch verantwortlich ist, weil wir auch verschiedene Backends zur Verfügung stellen, wie man ganz unten sieht. Und die Backends hier unten sind eigentlich ziemlich dumm, also die haben nicht viel Logik, sondern die wissen, wie sie ihre Daten rein und raus kriegen und modifizieren können, aber die tatsächliche Logik findet in der Middleware statt. Dieses Design haben wir vor ein paar Jahren eingeführt, weil wir einfach sagen wollten, dass wir eventuell die MySQL-Datenbank auch schnell mal gegen eine andere Datenbank austauschen wollen. Aber bis jetzt wollte das kein Kunde haben. Der OPSI Nagios Connector. Die Motivation ist einfach die, dass viele Leute uns immer angesprochen haben und gesagt haben, ja, ich kann zwar schön alles managen und alles konfigurieren, aber wie sehe ich denn tatsächlich, ob ich irgendein Problem habe, zum Beispiel bei einem Software-Rollout oder bei einem größeren Client-Rollout,
wie sehe ich denn, wie viele Probleme ich tatsächlich in der Umgebung habe? Und unsere Antwort war eigentlich immer ganz klar, OPSI ist kein Monitoring-Tool, sondern ein Management-Tool, und wir haben auch keine Ambitionen gehabt, irgendwie mal einen Isinger mal in einem halben Jahr irgendwie nachzubauen oder sowas. Das überlassen wir dann den Tools oder den Herstellern, die sich damit auskennen. Und für uns war es halt wichtig an der Stelle, aber trotzdem eine Integration zu schaffen, dass wir die Möglichkeit bieten, den Leuten, die entweder Nagios oder Isinger verwenden, dass die eine Möglichkeit haben, ohne dass sie sich selber Plugins schreiben müssen oder sowas, halt das Nötigste irgendwie direkt mit abzudecken. Zusätzlich zu dem Nagios Isinger auf der einen Seite gibt es schon eine seit längerem eine Kopplung für OTRS. ITIL, wo die CMDB von OTRS sozusagen mit den Inventory-Daten aus dem OPSI gefüttert wird und dann Tickets erstellt werden und die dann wiederum zurückfließen in das OPSI und wieder konfiguriert werden. Und unser Plan ist es sozusagen, das Ganze mit der Integration noch weiter in die ITIL-Prozesse reinzukommen. Also es gibt auch meines Wissens auch eine Bakula-Integration, wo man halt auch, wenn man seine Backups über Bakula fährt, dann direkt über OPSI dann die Client, die Agents verteilt und konfigurieren kann und pflegen kann. Das gibt es auch schon mittlerweile. Ja, die Zielsetzung, die wir uns gesetzt haben, als wir das konzipiert haben, war, wir wollen die Server, OPSI-Server logischerweise überwachen. Dabei ist immer in der Mehrzahl zu reden, weil es gibt halt auch viele, die nicht nur einen Server haben, sondern die mehrere Standorte sozusagen mit OPSI bedienen. Es gibt eine Rollout-Überwachung, sollte es geben. Das heißt, wenn ich tatsächlich eine Software irgendwie jetzt verteile, will ich auch klar wissen, wie ist mein Stand, also wie viele Clients haben das schon gekriegt und wo ist es noch nicht und wo gab es Fehler oder wo gibt es Probleme, um halt tatsächlich im Rollout-Prozess auch direkt aktiv werden zu können. Und wir wollten eine OPSI-Client-Überwachung. Ja, die Server-Checks und haben wir jetzt mal, oder hauptsächlich gibt es zwei Arten von Checks. Man würde auch jetzt eigentlich aktiv und passiv sagen, aber da das schon im Monitoring-Umfeld sehr stark verbreitet ist oder diese Bezeichnung schon vergeben ist, haben wir jetzt einfach mal indirekt und direkt gewählt. Bei indirekten Checks meinen wir tatsächlich Checks, die nicht unbedingt auf den Clients ausgeführt werden. Das heißt, die werden vom Backend beantwortet, so wie das OPSI das sieht, weil das OPSI bekommt in der Regel ja auch mit, wenn es einen Fehler gab oder ob etwas richtig ausgerollt wurde. Und deswegen werden diese Checks auch indirekt gemacht. Dafür wurde der OPSI Web Service erweitert. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle kein Plugin geschrieben, sondern wir haben tatsächlich den Web Service an der Stelle erweitert und haben auf der Nagios-Seite, das werde ich später noch zeigen, einfach nur so ein Wrapper-Skript, was die Kommandos entgegennimmt und den Rest halt OPSI machen lässt. Für die OPSI-Server haben wir eine Performance-Überwachung gemacht. Das heißt, der OPSI Web Service sozusagen überwacht sich selbst an der Stelle. Dann gibt es einen Sync-Status von Depots, weil wir halt, wenn wir verschiedene unterschiedliche Lokationen haben, verteilen wir die Pakete sozusagen auch mit Automatismen. Und deswegen muss man aber trotzdem wissen, welche Paketstände habe ich denn jetzt in welcher Außenstelle. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Also wenn man zwei Außenstellen hat, dann geht das noch einigermaßen. Aber wenn man jetzt wie einige Kunden 80 oder 200 Außenstellen hat oder vielleicht 500, dann wird das ein bisschen schwieriger, das alles im Auge zu behalten, wenn man das über eine zentrale Management-Oberfläche haben will. Daten über die Clients, die indirekt erhoben werden, gehen über die Konfigurationsdaten von OPSI. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Und man kann die internen Client-Gruppen und Produktgruppen von OPSI halt nutzen, um die ins Monitoring irgendwie zu bringen. Wie funktioniert das? Also das ist jetzt einfach nur mal schematisch dargestellt. Wir haben jetzt auf der linken Seite hier den OPSI-Server, den OPSI-Core, die Datenbank, die Library und der Webservice sozusagen und hier den Nagios Isinger-Teil. Und wir haben hier ein Check-Plugin, was wir zur Verfügung stellen, wie schon erwähnt, was aber nur ein Wrapper ist in dem Fall. Also der hat keine richtige Check-Logik drin. Und der macht die Kommunikation auf per JSON-RPC mit Passwort und Username zusätzlich noch über HTTPS und fragt den OPSI-Web-Service und sagt die Parameter und sagt, was er haben will und bekommt dann sozusagen die Antworten, die Isinger oder Nagios direkt verarbeiten kann, wieder zurück.
hat an der Stelle halt den Vorteil, dass man ziemlich viele Checks machen kann, weil auf dem Nagios-Server an sich nichts läuft und der Webservice läuft sowieso die ganze Zeit. Es gibt Server-Checks, in dem Fall check, ob sie Webservice, habe ich schon erwähnt, den Webservice zu checken. Man kann check, ob sie Disk-Usage machen, wobei das nicht die ganzen Festplatten überwacht, sondern nur tatsächlich die Parts überwacht, die für OPSI relevant sind, also den Depot-Share und noch so ein paar andere Spezialitäten. Und es gibt diesen Check, ob sie Depot-Sync-Status, aber das werde ich gleich hoffentlich noch präsentieren, wenn ich das, wenn es funktioniert. Die Grundregeln, die wir uns festgelegt haben, war, okay, kein Fehler gemeldet, kein Unterschied zum Server in dem Fall. Eine Warning geben wir, wenn tatsächlich ein Action Request gesetzt ist, das heißt, wenn die Installation ansteht, damit man genau weiß, okay, da steht irgendwas und da muss ich irgendwas tun. Und wenn ein Unterschied zum Server gefunden wird, das heißt, wenn ich eine Software auf dem Server habe, die ich überwache über das Nagios, dann sehe ich auch, welcher Client sozusagen eine andere Version hat. Das heißt, ich muss dann in dem Fall irgendwie aktiv werden und die Software verteilen. Und ich sehe beim Critical halt, wenn tatsächlich mal eine Installation fehlgeschlagen ist, warum auch immer. Indirekte Checks. Gibt es den Check-Client-Status, wobei in dem Fall wieder das Backend, das sind immer noch die indirekten Checks, also ich frage nicht den Client, bist du in Ordnung, sondern ich frage das Backend, ob dieser Client in Ordnung ist, ob er sich gemeldet hat oder ob er sich irgendwie nicht mehr meldet. Das Ganze geht nach dem Prinzip ein Client für alle Produkte, die der Client irgendwie konfiguriert hat. Und das Gleiche kann ich dann für das Rollout machen. Wobei der Fokus beim Rollout halt auf ein Produkt ist oder auf eine Produktgruppe sozusagen. Und damit kann man eigentlich ziemlich flexibel, ziemlich viel checken. Ja, die Vorteile von dem Nagios Connector sind in dem Fall, dass das Monitoring von OPSI mit Standardwerkzeugen stattfindet, also dass wir das nicht alles selber uns irgendwie ausgedacht haben. Verbesserte Integration von OPSI ins gesamte IT-Service-Management, weil dann einige oder mit dem Monitoring nochmal ein ganz wichtiger Teil auch im ITSM sozusagen abgedeckt wurde und vereinfachte Integration des Clients in das Monitoring, weil die ganzen Daten von den Clients sind ja sozusagen gekapselt im OPSI. Das heißt, ich muss gar nicht im Nagios-Teil wissen, wie komme ich denn an diese Clients dran, weil die ganzen Informationen, ich muss nur wissen, dass es den Client gibt und wie er heißt und mehr muss ich nicht wissen. Was natürlich die Konfiguration auf der Nagios-Seite um einiges vereinfacht. Dann gibt es die direkten Checks und die verteilten Direct-Checks. Das ist sozusagen eine kleine Erweiterung in dem Client Agent, weil sowieso ein Service die ganze Zeit bei unseren Clients läuft. Haben wir uns gedacht, dann können wir auch gerade sagen, okay, wenn man jetzt nur ein paar Plugins oder sowas checken will, dann kann man das auch über den OPSI Client Agent machen. Wenn man was Spezielles will, muss man auf einen anderen Agent überspringen. Das war halt einfach die Anforderung auch von ein paar Kunden, die gesagt haben, ja, ich will jetzt aber keinen extra Agent verteilen, nur weil ich jetzt irgendwie mal gucken will, was da so Sache ist. Und dann haben wir gesagt, gut, dann erweitern wir das an der Stelle und für die meisten Kunden oder für die meisten Anwender von unseren Bereichen reicht das vollkommen aus, was das Ding kann. Da ist auch wieder die Sache, dass das eine vereinfachte Konfiguration ist, weil ich mir sozusagen ja auch sowieso einen Agent dann an der Stelle spare, den ich pflegen müsste. Und man kann halt bequem die Plugins, die man halt checken will, über das OPSI selber pflegen. Das heißt, man kann die selber verteilen und kann die selber aktualisieren. Und ein kleines Feature, was wir noch dazu eingebaut haben, ist, weil wir haben das Problem, dass wir auf der Client-Seite viel arbeiten. Das heißt, die Clients sind in der Regel 8 Stunden an und dann werden sie ausgeschaltet. Und das ist für ein Monitoring sehr, sehr schlecht. Also wenn man da irgendwie ein Plugin checkt, dann macht es hier die ganze Zeit ding, 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 ding. Also das berühmte Flapping, was man irgendwie dann wackeln sieht. Und das ist natürlich fatal. Und deswegen haben wir uns eine Technik überlegt und haben gesagt, okay, was können wir da tun? Also gemäß dem Fall ein Beispiel, Sie haben jetzt den McAfee-Virenscanner zum Beispiel und verteilen da die Virensignaturen übers OPSI. Und sie wollen halt sicherstellen, dass jeder Client halt die echte oder eine richtige Signatur hat und auch eine aktuelle hat. Dann verteilen sie das Plugin und sie wollen das aber tatsächlich ja nicht vom OPSI wissen, sondern sie wollen das von dem Client selber wissen, ob der das tatsächlich auch geschluckt hat, was wir ihm vorgesetzt haben. Und
haben wir gesagt, okay, wenn die Virensignatur zu alt ist, sagen wir critical, nach den Thresholds, die man irgendwie da mit in die Aktion mit rein konfiguriert. Und wenn der Client aus ist, haben wir ja kein Problem, kam erstmal so die Anfrage. Das heißt, wir könnten wieder auf grün wechseln. Das stimmt aber nicht ganz, weil sobald der Client natürlich irgendwie wieder angeschaltet wird, hat man wieder ein Sicherheitsproblem und dann vielleicht ein größeres oder ein viel größeres, weil der Rechner eventuell noch älter geworden ist. Und deswegen ist es so, dass wir das so gemacht haben, dass man die letzten Statuschecks beibehalten kann. Das heißt, ich kann das so konfigurieren, dass der Check kommt und wenn der Client zum Beispiel gar nicht da ist oder irgendwie aus ist oder sonst was, dann kriege ich den letzten Status wieder zurück. Das heißt, wenn der Client einmal gesagt hat Critical, dann bleibt das auch auf Critical und wechselt den Status an der Stelle nicht. Das heißt, erst wenn der Client wieder hochkommt und den Status selber als Änderung sozusagen an den Nagel-Server über sein Plugin zurückschickt, erst dann wird auch der Status geändert. Wie findet das Ganze statt? Wie ich schon erwähnt hatte, der Nagios-Server greift nicht direkt auf die OPSI-Clients zu, sondern der geht wieder den Weg über den Webservice und der Webservice, der hat alle Informationen, wie er an den Client drankommt und kümmert sich praktisch um die Kommunikation mit dem Client und gibt das Ganze wieder zurück. Jetzt haben wir auch das Problem, wie ich schon vorher erwähnt hatte, mit den Lokationen. Also wenn man jetzt verschiedene Lokationen hat, hat man ja auch nicht immer direkt Zugriff irgendwie in diese Lokation rein mit allen möglichen Ports. Das Problem haben wir so gelöst, dass bei uns in der Multi-Depot-Umgebung, so nennen wir das, wenn wir mehrere Lokationen unterstützen, wird sowieso eine Depot-Connection gemacht. Das heißt, die OPSI-Server sind untereinander sowieso verdrahtet und unterhalten sich untereinander per JSON-RPC bei einer Multi-Depot-Umgebung. Das heißt, diese Connection muss bei einer Multi-Depot-Umgebung sowieso immer gesetzt sein. Und jetzt ist es so, es kann aber auch sein, dass da der OPSI-Client-Agent an der Stelle ja auch einen eigenen Webservice zur Verfügung stellt, braucht er auch einen Port. Und der Port müsste eigentlich hier nach draußen gehen, aber das machen die wenigsten, verständlicherweise. Das heißt, der Config-Server kann zwar über seinen Depot-Server von draußen den hier bedienen, aber er kann den Client nicht direkt bedienen. Das heißt, ich kann vom Config-Server aus nicht sagen, installiere jetzt mal irgendwie eine Software oder sowas. Das geht allein aus netzwerktechnischen Gründen nicht. Aus dem Grund kann man das auch so machen, dass man praktisch vom iSinger aus praktisch den Port, der sowieso offen ist, nimmt und erstmal diesen Webservice anspricht, das heißt in der Außenstelle direkt, und ihm sagt, checke deinen Client und gib mir die Informationen zurück. Das geht auch. Wenn diese Einschränkung nicht besteht, kann man nach wie vor auch den Weg gehen, dass man immer denselben fragt und derselbe immer die Antworten zurückschickt. Ja, genug der Theorie. Das war jetzt schlecht. So. Wie sieht das Ganze aus? Also wie gesagt, ich habe jetzt Nagios dabei, aber das ist im iSinger genauso. Also das, was wir vom Monitoring benutzen, das kann man eigentlich mit, denke ich, mit allen Derivaten irgendwie umsetzen, die auf Nagios basieren. Erstmal die Server-Checks. Hier ganz unten sehe ich den kleinen Service-Check, der sagt, okay, Web-Service has no problem, das ist schon mal sehr gut. Was man halt hier zusätzlich noch haben will, ist, da ist jetzt natürlich nicht sehr viel drin, eine direkte Performance-Überwachung an der Stelle. Also ich kann halt praktisch an dem ersten Bildchen sehen, wie viele Requests ich habe, wie viele DAF-Requests, wie viele RPCs, wie viele RPC-Errors zum Beispiel ich habe. Und das wird halt immer on the fly. Also wir checken zum Beispiel an der Stelle den Webservice jede Minute. Das heißt, man hat eine sehr granulare Auflistung von den Performance-Werten. Im zweiten werden die Sessions und die Threads überwacht. Und in der dritten bekomme ich sozusagen direkt die CPU-Usage und und die Memory-Usage sozusagen angezeigt. Momentan langweilt der sich, tut nicht sehr viel und deswegen ist da jetzt auch nicht sehr viel zu sehen. Aber in der Regel hat man gerade in dem ersten Bild, also hier kam zum Beispiel jetzt gerade ein Client hoch, normalerweise hat man dann sowas.
Ja, wenn man sehr viele Clients hat, dann kommen halt natürlich auch viele Requests rein, aber in der Regel sollte das immer nur eine grüne Kurve sein, die ständig hoch und runter geht. So, das ist alles ein bisschen klein. Dann gibt es die Depot-Synchronisation. Ich habe hier auf dem Laptop zwei Depots drauf, wobei der eine gar nicht läuft. Aber das ist auch irrelevant, weil die Informationen stecken sowieso im Config-Server selber drin. Und hier sehe ich zum Beispiel im Long-Output direkt, okay, es gibt 21 verschiedene Produktkonfigurationen an der Stelle und ich sehe halt hier an der Stelle, welches Produkt auf welchem Server in welcher Version vorliegt. Dann habe ich halt die Möglichkeit, eventuell, wenn ich weiß, dass irgendein Produkt nicht überall gleich sein muss, weil es halt so gewollt ist, dann kann man das exkluden und kann dementsprechend seine Checks dann an der Stelle aufbauen und das immer im Auge behalten. Genau, und da gibt es noch einen kleinen Unterschied zwischen den Depot-Synchronisationen. Ich kann das auch auf Strict stellen. Das bedeutet, bei Strict findet er ein paar Produkte mehr, die differieren. Und das hat den einfachen Grund, da gibt es auch Produkte, die gar nicht installiert sind auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich tatsächlich es so haben will, dass alle Produkte, alle in der gleichen Version überall installiert sind, dann schalte ich den Strict Mode ein, wobei ich den Strict Mode an der Stelle auch wieder mit Exclude so ein bisschen aufweichen kann, wenn ich sage, ein paar Produkte, die interessieren mich an der Stelle nicht. Also wir arbeiten ja hauptsächlich mit Product IDs. Das bedeutet, wir geben also jedes Produkt, was wir irgendwie zur Verfügung stellen oder was wir paketieren, geben wir eine ID an. Das macht jeder User für sich selbst. In dem Fall wäre es halt Product OPSI Client Agent zum Beispiel. Und den gibt man sozusagen an als einfach eine komma-separierte Liste. Also es gibt eine Option in diesem Check OPSI Plugin und da gibt man das halt einfach an, was man halt exkluden möchte. Nee, es geht nur um die Product-ID an der Stelle. Die Version würde an der Stelle auch keinen Sinn machen, weil es gibt ja pro Depot immer nur eine Version, die es haben könnte oder nicht. Ja, Disk-Usage ist ähnlich wie die normale Disk-Usage-Überwachung, nur halt für gewisse Pfade, die tatsächlich nur vom OPSI verwendet werden. Das heißt, den Rest sollte man irgendwie anders überwachen. So, dann gibt es den Produktstatus-Check. Und zwar habe ich hier einen Produktstatus für den OPSI Client Agent in meiner Umgebung. Wie man sieht, habe ich eine sehr krumme Umgebung. Und hier sieht man jetzt eigentlich, das Interessante hierbei ist, ich kann sehen, welches Produkt ich gerade hier vor mir habe, wie viele Aktionen gesetzt sind. Also ich habe auf 48 Clients tatsächlich irgendwie ein Setup stehen oder sowas. Das würde eigentlich ein Warning produzieren an der Stelle. Ich habe aber auch ein Problem bei 8 Clients. Und hier unten, genau, und 34 haben eine Versionsdifferenz. Das heißt, ich habe bei 34 Clients draußen auf jeden Fall eine andere Version, als ich auf dem Server eingespielt habe. Was in dem Fall eigentlich auch ein Warning produzieren würde. Aber durch die Problems sieht man gleich, also hier sieht man sozusagen die Clients, welche Clients das sind und welche Aktion momentan in dem Fall gesetzt ist. Hier in dem Fall wird noch die Last Action noch mitgesetzt. Also es steht hier Failed sozusagen und Last Action ist None. Das ist wie gesagt ein krummes Backend. Normalerweise würde da drin stehen, Last Action war Setup zum Beispiel. Also ich kann dann auch direkt sehen, ob beim Setup was schiefgelaufen ist oder beim Deinstallieren oder beim Update. Das kann ich dann in dem Fall ziemlich gut granular sehen. Und hier sind die Versionsdifferenzen sozusagen aus. Das Ganze hier ist ein Long Output sozusagen. Das ist halt auch eine Option, die man setzen kann oder nicht setzen kann. Also die meisten setzen das, weil es einfach hilfreich ist, das da direkt zu sehen, was los ist. Aber viele sagen auch, mir reicht das, wenn das einfach gesagt wird und gut ist. Genau, und hier ist natürlich schlecht.
Das ist eine Produktgruppe, die sozusagen zwei Produkte checkt. Wann hatten der sich das letzte Mal? Also ich kann in dem Fall ein Produkt checken oder ich kann halt mehrere Produkte in einer Gruppe einfach zusammenfassen. Der Vorteil bei der Geschichte ist halt einfach, dass ich von der Produktgruppe her im OPSI dann die Produktgruppe her selber bestimme. Das heißt, das wird dynamisch bestimmt. Wenn ich jetzt eine Produktgruppe checke, kann ich im OPSI dann sagen, okay, dieses Produkt, was da drin ist, will ich eigentlich gar nicht mehr dabei haben und hole es raus oder hole ein anderes Produkt, was gerade im Rollout ist, dann mit rein und muss das Nagios an der Stelle nicht anfassen. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Der Nachteil dabei ist halt, je mehr Produkte man gleichzeitig über einen Check irgendwie checkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding nie irgendwie einen grünen Status erreicht. Also da kann es halt auch sein, dass man ziemlich oft im roten Bereich sich befindet. Genau, und dasselbe natürlich auch wieder mit Long Output. Hier sind meine Clients, das ist eine richtig bunte Mischung. Wir gucken uns jetzt einfach mal den hier an. Also hier steht zum Beispiel jetzt, dass der seit 251 Tagen nicht mehr am Service war. Das ist ein kleines Problem. Also da würde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Wobei das aber an der Stelle gar kein Critical verursachen würde, sondern ein Warning verursachen würde. Und zwar mit 30 Tagen, weil Microsoft patcht ja alle 30 Tage. Und wenn ein Client mehr als 30 Tage nicht mehr am Service war, dann muss man auf jeden Fall gucken, was mit dem ist, weil der würde ja dann den nächsten schon auch wieder verpennen. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass die, um einfach halt auch Leichen zu finden, wenn man halt, manchmal hat man auch einen Client, der meldet sich irgendwie ein Jahr lang nicht und man merkt es gar nicht. Und das ein Produkt steht im Failed-Status, deswegen ist dieser Client jetzt im roten Status, das bedeutet, ich muss da auf jeden Fall auf dem Client was tun. So. Dieser Check ist sozusagen auch vom Backend aus. Also für diesen Check muss dieser Client gar nicht an sein, weil ich den direkt gar nicht checke, sondern das alles, diese ganzen Informationen über den OPSI-Server erhalte. Ja, was noch ist, sind die direkten Checks. Also das ist wieder der OPSI-Client-Status, der indirekte Check und hier wird tatsächlich ein Plugin jetzt gecheckt in dem Fall. Und das ist mein Client, meine VM hier. Den ziehe ich jetzt einfach mal das Netzwerkinterface kurz. Und dann reschedulen wir das Ganze mal. Ja, es geht gar nicht. Falsch konfiguriert. Super. Na, wann hatten wir das nächste Mal? Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich kann irgendwie nicht reschedulen. Ich glaube, die Rechte sind da nicht richtig gesetzt auf dieser Pipe. Es ist auf jeden Fall so, dass in dem Fall jetzt derselbe Check zweimal drin ist in der Demo-Version. Und der eine Check sagt Unknown, weil der den Server oder den Client nicht findet. Und der andere würde trotzdem auf Grünstatus bleiben, weil der sozusagen diese Konfiguration hat, dass er es nicht braucht. So. Jetzt muss ich gucken. Kurz noch zur Roadmap für diesen Nagios Connector. Das war jetzt die erste Phase, die wir jetzt abgeschlossen haben, diese Webservice-Erweiterung und dass man diese Checks machen kann. Zusätzlich sind wir jetzt momentan dabei, die Konfiguration von OPSI und Nagios miteinander zu verheiraten sozusagen, dass man die Konfiguration anhand der OPSI-Geschichten sozusagen direkt irgendwie ins Nagios mit reinbekommt, dass das Nagios das mitbekommt. Da sind wir auch mit der Firma Netways noch irgendwie im Gespräch, dass wir das irgendwie zusammen hinbekommen. Und für uns wäre es halt super, wenn
die Ansteuerung vom Management-Interface von dem OPSI über das Nagios iSinger funktionieren würde. Da sind wir auch momentan dran. Das bedeutet, wenn ich jetzt im iSinger sehe, dieser Client hat jetzt ein Problem, damit ich direkt mit dem Knopf in die Management-Oberfläche wechseln kann, in irgendeiner Form und sagen kann, okay, ich gucke mir jetzt die Logdateien an oder ich setze das wieder auf Setup oder ich kümmere mich um diesen Client. Diese zwei Dinge sind noch in Arbeit. Kurz zum modularen Aufbau von OPSI. Also OPSI kann man entweder so runterladen und einsetzen oder halt mit unserer VM einfach mal ausprobieren. Man kann das OPSI an der Stelle halt auch erweitern. Es gibt diverse Module, die man dazu holen kann, zum Beispiel das volle MySQL-Backend. Es gibt eine WAN-VPN-Modul, dynamische Depotauswahl, das User-Profile-Management. Besonders wenn man Roaming-Profiles hat, hat man da ganz andere Probleme. Und der OPSI Nagios Connector sind momentan die Module, die zur Verfügung stehen. Bei uns ist es so, dass wir eine sogenannte Kofinanzierung, das ist etwas, was ich auf jeden Fall, was mir sehr wichtig ist, noch erklären möchte. Wir entwickeln die ganzen Module aus eigener Tasche. Das heißt, wir konzipieren das Ganze und dann entweder zahlt das ein Kunde komplett, dann wird es direkt Open Source. Oder es zahlt ein Kunde in Kickoff oder wir bezahlen das komplett erstmal aus der eigenen Tasche und gucken dann danach, wenn wir es released haben, wie viel hat denn das jetzt Ganze gekostet und geben das sozusagen nicht zum Verkauf raus, weil das wäre für eine einzelne Person oder einzelne Firma wäre das viel zu viel, sondern sagen den Leuten, okay, wenn ihr das direkt einsetzen wollt, dann gibt es eine sogenannte Kofinanzierung, wo ihr einfach euch an den Entwicklungskosten beteiligt bis zu einem gewissen Grad. Mittlerweile ist das anhand der Größe von den Kleinanzahlen noch festgelegt. Also es gibt verschiedene Staffelungen von 500, 1000, 1500, weil wir einfach gesagt haben, jemand, der nur 50 Clients hat, hat früher denselben Preis bezahlt wie jetzt jemand, der 10.000 Clients hat. Und das war halt einfach unfair an der Stelle. Und sobald die Module refinanziert sind sozusagen, sobald wir die Entwicklungskosten einmal komplett drin haben, geben wir das Ganze wieder an Open Source, an die Community frei. Also das ist jetzt zum Beispiel in dem Fall bei den drei Modulen schon passiert. Also wir haben bei der Windows 7 Unterstützung vor einigen Jahren, haben wir das Ganze begonnen mit dieser Kofinanzierung und haben sozusagen die Vista Win 7 Unterstützung dann freigegeben, als sie dann refinanziert war. Das war sozusagen der neue Client Agent, den wir damals gebaut haben. Wir haben ein Software On Demand Modul. Das bedeutet, man kann eine Produktgruppe bilden und kann dann einem Client, bis runter an einem Client, den die Produktgruppe freigeben und der Anwender kann selber aussuchen, ob er die Software haben will oder nicht. Also es ist dann praktisch so wie ein Kiosk, wo er dann über seinen Rechner reingehen kann und die Software wird trotzdem aber in administrativen Kontext installiert und konfiguriert, so wie man das haben wollte. Aber man muss sich nicht darum kümmern. Es gibt immer mal wieder Call-Aufkommen, ja, ich will irgendwie einen Firefox haben oder ich will irgendwie so ein kleines Tool haben, was man aber dann nicht unbedingt über den Support machen möchte. Zusätzlich gibt es die hierarchische Gruppenverwaltung, das heißt dieser TreeView, der auf der rechten Seite ist, der war bis jetzt auch immer kostenpflichtig und ist mittlerweile auch Open Source. Das heißt, der ist praktisch komplett freigegeben und ist frei nutzbar an der Stelle. Die Roadmap zu OPSI allgemein, also wir wollen immer noch Linux-Client-Unterstützung bauen. Das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema von uns. Wir haben auch schon diverse Konzepte geschrieben und auch Bepreisungen gemacht. Es hapert da so ein bisschen an der Finanzierung. Also es ist die Frage, es kann sich halt jederzeit ändern, dass da die Finanzierung eventuell das ganze Projekt noch ein bisschen pusht, weil wir auch ein komplettes Management auch auf der Linux-Seite anbieten möchten. Und weiterhin sind die Erweiterung der Inventarisierung der Linux-Clients, Netzwerkkomponenten und sowas wollen wir eigentlich auch mit in die Inventarisierung mit aufnehmen, was wir momentan halt nicht haben. Und das sind so Sachen, an denen wir auch momentan immer noch arbeiten. Ja, wir haben sehr viele Kunden aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, also sehr viele Unis, Krankenhäuser, sehr viele Behörden, aber auch mittelständische Unternehmen, große Unternehmen und sind da eigentlich schon ganz stolz drauf. So, falls Sie OPSI einsetzen oder einsetzen möchten, dann wären wir ganz dankbar, wenn Sie uns so ein kleines Fähnchen schenken, ja, im Internet. Wir haben eine OPSI-Map, wo wir
sozusagen freiwillige Registration anbieten, hat einfach A, den Vorteil, dass wir schön Werbung damit machen können und B, den Vorteil, dass viele Leute, die von dem Produkt hören und sagen, okay, das hört sich interessant an, aber selber evaluieren ist halt immer so Sach und deswegen gehen auch viele hin und gucken, was ist denn in meiner Nähe, wer setzt denn das in meiner Nähe ein und nehmen direkt Kontakt mit jemandem auf, der das schon produktiv einsetzt. Also wir haben sehr oft dass Kunden bei anderen Kunden sich das einfach mal anschauen und gucken, wie verhält sich das in der Produktion und wie kommen die damit klar und einfach direkt auch über die Anwender Success Stories sozusagen dann an uns treten und sagen, hier, wir haben das da und da gesehen und das hat uns gefallen, wir würden das gern einführen und haben dann sozusagen dann die Möglichkeit, auch direkt in Kontakt zu bleiben mit anderen Leuten. Natürlich ist die Dunkelziffer sehr groß, weil es gibt, muss man auch ganz klar sagen, sehr viele Kunden, die nicht sagen dürfen, immer noch nicht sagen dürfen, dass sie Open Source einsetzen. Kennt man ja. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil das auch für die anderen Projekte ist das eigentlich nicht gut. An der Stelle sollte ich das nochmal erwähnen. So. Ja. Die Preise haue ich jetzt nicht drauf, das ist ja, weil die Folie sowieso veröffentlicht wird, habe ich gesagt, mache ich so noch ein bisschen Werbung, ja, damit der Chef so ein bisschen stolz auf mich ist. Was aber trotzdem wichtig ist, ist, wir sind halt Dienstleister, wir sind ein Softwarehaus und wir leben nach dem getreuen Motto, jede Softwareentwicklung muss halt einmal bezahlt werden. Das heißt, wenn wir auch Paketierungen machen für irgendeinen Kunden und da irgendwie der Kunde Geld reinsteckt und der nächste Kunde irgendwie nach einem Monat kommt und sagt, ich habe jetzt das Problem, ich brauche jetzt diese Software und wir haben das schon mal paketiert, dann bezahlt er tatsächlich nur die Anpassung. Also wir sind da sehr transparent und geben das auch meistens auch über die Wikis, dann versuchen wir das auch immer freizugeben. Also wir haben auch ein Forum, ein freies, wir haben ein Wiki, wo die Leute auch Skripte untereinander austauschen, was sehr, sehr interessant ist. Und jede Software, die bei uns bezahlt ist, wird auch tatsächlich knallhart freigegeben. Also da wird jetzt nicht irgendwie so lange drauf rumgeritten, bis man genug Geld hat, sondern die wird komplett direkt freigegeben. Wir bieten Workshops an, wir bieten Services fürs Patch-Management an, die eigentlich sehr bezahlbar sind. Wir haben Standardprodukte, die wir anbieten über Services, dann die ganze Kofinanzierung und das war's. So, ich habe sogar fast eine Punktlandung hingelegt. Fragen? Gibt es eine Schnittstelle zu iDoIt? Nein. Schade. Also ich persönlich wusste bis jetzt auch nicht, dass es iDoIt gibt. Oder ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was die genau tun. Aber gerne, also wenn das Projekt von iDoIt irgendwie auf uns zukommt. Also wir sind immer gerne gesprächsbereit und unsere Integration, muss man auch ganz klar sagen, machen wir ja nicht alle selber. Also es machen ja in der Regel auch unsere Partnerunternehmen. Also vielleicht erwähne ich das nochmal, das OTS zum Beispiel, diese CMDB-Kopplung hat halt die Cape IT gemacht, die aus Chemnitz. Ich glaube, die Bakula-Integration kommt von das IT. Also da sind die Kopplungen, den Nagios-Connector haben wir selber verbockt sozusagen, also das kommt aus unserer Schmiede, aber ansonsten arbeiten wir auch sehr viel mit technischen Partnern und wie gesagt, wenn die Interesse haben, immer gerne. Gerne. Ich bin den ganzen Tag noch da, also wir können uns da gerne nochmal unterhalten. Und also für uns ist halt wichtig, dass wir halt viele Kooperationen haben mit vielen verschiedenen Unternehmen und jedem sein Kerngeschäft halt überlassen. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Noch Fragen? Alles gut erklärt? Ansonsten, im Notfall, glaube ich, du läufst hier noch ein bisschen rum. Ich bin den ganzen Tag noch da, ja. Genau, ja. Dann, wenn keine Fragen mehr wären, dann bedanke ich mich bei dir. Und quasi.